So, da sind wir wieder bei einem unserer Mittelstandsinterviews. Herzlich willkommen, Hans-Peter Nebis, mein Name vom BVMW Mittelstandsverband. Wir leben derzeit in sehr spannenden, angespannten Zeiten. Auf der einen Seite haben wir die ganzen Lockdown-Maßnahmen. Das heißt, Betriebe werden geschlossen, mittelständische Betriebe sind geschlossen. Für einige ist das inzwischen auch existenzbedrohend. Auf der anderen Seite haben wir die Gesundheitsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Das sind Entscheidungen, die schwer abzuwägen sind. Dann gibt es auf der anderen Seite auch die Fragen, na, wie weit ist denn unser Parlament eingebunden? Es gibt einige, die sagen, das Parlament ist sehr gut eingebunden, andere sagen, das Parlament ist zu spät eingebunden. Da haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal die Personen, die das entsprechend betrifft, unsere Bundestagsabgeordneten. Da sind wir heute sehr glücklich drüber, dass wir Frau Bettina Stark-Watzinger im Videogespräch haben von der FDP, Bundestagsabgeordnete unseres Wahlkreis 181. Herzlich willkommen, Frau Stark-Watzinger. Guten Tag, Herr Neb. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, danke, dass Sie im Moment Zeit haben, dass wir über die eine oder andere Frage sprechen können, die auch im Raum steht. Es steht ja derzeit der Vorwurf im Raum, dass nicht mehr die gewählten Parlamentarier über die Einschränkung der Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger entscheiden, sondern ein nicht legitimes Gremium, das sich aus der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten zusammensetzt. Wie sehen Sie das als Parlamentarierin? Ja, Herr Neb, natürlich, wenn wir die Krankheitszahlen der letzten Monate gesehen haben, die ja zum Glück jetzt zurückgehen, wenn wir die vielen Todesfälle gesehen haben, wenn wir auch Bilder aus Stationen, aus dem Krankenhaus gesehen haben, dann wissen wir, glaube ich, alle, dass wir alle, jeder Einzelne gefordert ist, mit Eigenverantwortung, mit Respekt vor der Gesundheit des anderen zu agieren. Und dass in solchen Zeiten auch mal Freiheiten eingeschränkt werden mit Blick auf den Gesundheitsschutz, in Ausnahmefällen also eingeschränkt werden, das mag notwendig sein. Aber ebenso richtig ist es auch, jede Freiheit einschränken, jeder Eingriff in unsere Grundrechte nicht kommentarlos hinzunehmen. Und Willy Brandt hat ja in seiner Rede, Regierungserklärung 1969 war es, gesagt, mehr Demokratie wagen. Er war übrigens, hat auch eine Absage an Vermögensteuer gegeben, aber kommen wir vielleicht später noch drauf. Mehr Demokratie wagen. Und ich glaube, gerade in einer Pandemie muss man mehr Demokratie wagen. Ich glaube, dass diese weitreichenden Grundrechtseinschränkungen in das Parlament gehören. Sie brauchen eine breite Zustimmung, also in den Bundestag und in die Landtage. Das ist eine demokratische Legitimierung. Das hat aber auch etwas mit der Qualität der Entscheidungen zu tun. Also erinnern Sie sich noch an die 15-Kilometer-Regel, die absurd ist, weil es nicht darauf ankommt, wie weit ich mit meinem Auto fahre, sondern wie viele Kontakte ich habe. Ich glaube auch die Tatsache, dass einige Ministerpräsidenten Candy Crush spielen in den Ministerpräsidentenkonferenzen, hat nicht dazu beigetragen, dass das Vertrauen in die Politik gewachsen ist. Das Gremium Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin gibt es in keiner Verfassung. Das Herzstück ist und bleibt der Bundestag. Wir glauben, die Entscheidungen müssen dort getroffen werden. Ich finde, Karl Popper hat vor vielen Jahren recht gehabt. Der Vorzug der Demokratie ist, dass sie Fehler korrigiert, dass Fortschritt über Fehlschritt möglich ist. Und deswegen werden wir weiter daran arbeiten. Wir haben einen Antrag eingebracht, mehr Demokratie in der Pandemie. Dankeschön. Auch das nächste Thema betrifft viele mittelständische Betriebe. Nach den amtlichen Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts gehören gastronomische Betriebe, Sporteinrichtungen, Fitnessstudios, Theater, Kinos nicht zu den Orten, an denen Infektionen mit dem Coronavirus vorrangig stattfinden. Welche anderen wissenschaftlichen Fakten oder Sachgründe gibt es, die eine wochenlange Schließung dieser Betriebe erforderlich machen? Meiner Ansicht nach gibt es da sehr wenige. Zwei Punkte. Ich habe ja, mein berufliches Hintergrund ist ja eigentlich aus einem Forschungsinstitut. Und eine große Kritik, die ich an der Bundesregierung habe, ist, dass man nicht von Beginn an versucht hat, mit einer konsequenten Datenstrategie auch mehr über die Pandemie zu lernen. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass heute noch nicht alle Daten erfasst werden, beziehungsweise nicht so erfasst werden oder konkrete Studien in Auftrag gegeben werden, zumindest über das Zufallsprinzip hinaus, um aus der Krise zu lernen. Und insofern ist das eine große Kritik. Das Zweite ist die Daten, die wir haben, von denen man uns sagt, naja, können wir nicht alle Infektionen damit beschreiben, zeigen eindeutig, dass die Infektionen weder in den Gaststätten mit Hygienekonzepten noch im Einzelhandel mit Abstandsregeln und Hygienekonzepten wirklich stattgefunden haben.
Warum hat man es gemacht? Weil es der einfachste Weg ist, ein Land stillzulegen und die Kontakte zu vermeiden, weil die Menschen sich nicht mehr auf den Weg begeben. Aber das ist meiner Ansicht nach nicht der richtige Ansatz. Man müsste vielmehr darüber nachdenken, wie kann ich die Menschen auf dem Weg dorthin schützen? Und deswegen werden wir auch jetzt nach der Entscheidung, die Friseure zu öffnen, was ich sehr begrüße persönlich und was ich auch jedem gönne. Also das wirklich gönne ich jedem. Aber ich glaube, dass das auch vor Gericht nicht standhalten wird, dass der Einzelhandel mit ähnlichen Hygienekonzepten oder andere Branchen öffnen können. Da werden wir auch noch eine Welle von Klagen sehen. Ich bin auch der Meinung, wir sollten viel mehr Zeit investieren, nicht zu denken, was wir nicht mehr machen können, sondern kluge Wege finden, was wir mehr machen können. Es ist ja gerade auch viel Veränderung in der ganzen Situation. Aktuell flachen die Infektionszahlen ab. Welche Öffnungsstrategien kann man der Bevölkerung und auch der Wirtschaft in Aussicht stellen? Es gibt ja verschiedene Stufenpläne, die vorgeschlagen sind von Daniel Günther, auch von Ihnen, von der FDP. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, wir müssen dringend über Öffnungspläne sprechen, vor dem Hintergrund von sinkenden Zahlen. Ja, sicher, wir wissen nicht, ob Mutationen nochmal eine neue Herausforderung für uns stellen werden. Aber ich möchte nochmal eins sagen, was mich auch erschrocken hat in den letzten 2 Wochen. Ein Ministerpräsident sagte einmal, das Virus nicht die Politik entscheidet, wann wir wieder öffnen können. Nein, so einfach kann man sich das nicht machen. Das Virus ist ja keine Staatsform, ist ja keine Macht, sondern die Politik hat es in der Hand, mit Wissenschaftlern, mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft nach Strategien zu suchen, um das Virus zu bekämpfen. So, also insofern, wir brauchen dringend eine Öffnungsstrategie. Leider war im letzten Ministerpräsidentenbeschluss mit der Kanzlerin im ersten oder zweiten Absatz ein zentraler Satz, über den ich sofort gestolpert bin. Das zentrale Element in der Bekämpfung der Krise ist, dass wir zu Hause bleiben. Und wenn so ein Denken vorherrscht und wenn auch schon im letzten Gipfel eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden sollte, die einen Öffnungsplan erarbeitet hat, ist es aber nicht geschehen, dann ist das ein Zeichen, dass auf Bundesebene der Wille zu einer Öffnungsstrategie nicht gegeben ist. Ja, einige Länder haben das gemacht, das finde ich sehr gut. Wir haben einen eigenen Stufenplan festgelegt. Und zwar Stufenplan, der nicht nur eine Inzidenzzahl berücksichtigt, sondern der auch mal berücksichtigt, welche Altersgruppe erkranken. Haben wir geschlossene Cluster oder haben wir eine breit gestreute Infektionsgeschehen? Wie sieht es in den Schulen aus? Wie sieht die Lage in den Krankenhäusern bei uns aus? Also verschiedene Faktoren einzubeziehen und dann klare Inzidenzwerte zu schaffen mit Öffnungsmöglichkeiten. Also 7 Stufen, wo man differenziert öffnen kann. Und das Ganze muss flankiert werden. Es muss flankiert werden durch viel mehr Investitionen in Luftreinigung, in Hygienekonzepte, in den Schulen mit Masken. Also man muss mit einer Teststrategie, mit einer klugen Teststrategie als Teil der Öffnung, die wir haben können, muss man das flankieren. Denn eins ist klar. Wir wissen nicht, wie die Mutation sich entwickelt und wie die Impfungen darauf wirken. Und deswegen jetzt zu warten, bis wir unter einen bestimmten Inzidenzwert fallen, ist falsch. Wir müssen also die Stufen flankieren mit Maßnahmen, die wieder mehr Leben ermöglichen. Bei vielen Betrieben ist der Schaden ja inzwischen da. Deswegen wird auf die Wirtschaftshilfen gewartet. Die fließen zum Teil nur sehr zögerlich. Die Anträge sind oft zu bürokratisch, zu langwierig. Planen Sie hier als Legislative entsprechend Initiativen zu starten, um das zu verbessern? Was könnte man konkret optimieren und wo kann man Bürokratie abbauen? Wir haben in der letzten Sitzungswoche auch schon einen Antrag eingebracht und Alternativen zu den bestehenden Wirtschaftshilfen eingebracht. Nochmal generell zu den Wirtschaftshilfen. Ich finde, es zeigt nochmal sehr deutlich, dass Regierungen gar nicht die Komplexität von Wirtschaftsleben erfassen können. Das merkt man zum Beispiel, wenn man bestimmte Regelungen sieht, auch bei den Selbstständigen und Abgrenzungsfragen sieht. Und deswegen fand ich das schon sehr vermessen, wenn man also zu Beginn einer solchen Krise sagt, kein Arbeitsplatz wird verloren gehen und wir holen die Bazooka raus. Der Fehler, der dann auch gemacht wurde, war, dass man mehrmals Programme gewechselt hat, jedes Mal wieder mit neuen
mit neuen Kriterien, FAQs, die man sich dann in Europa auch wieder beihilferechtlich genehmigen lassen muss. Jetzt, wenn ich ein kleines Unternehmen, Mittelständler bin, muss mich jedes Mal wieder neu einstellen, was wird überhaupt finanziert, einmal Fixkosten, einmal Umsatz, einmal dann erst im Nachhinein mitgeteilt bekommen, dass Verlust vorliegen muss. Also diese Bürokratie allein durch jedes Mal ein neues Programm und die Rechtsunsicherheit dadurch, dass sich die Spielregeln im Nachhinein geändert haben. Ob das jetzt kommunikativ nur ein Problem war oder ob man da Fehler gemacht hat, sei es drum, der Schaden ist ja für den Einzelnen da. Dann auch wieder zu sehen, dass wir immer noch kein digitales Land sind, dass wir es nicht schaffen, eine Software zu programmieren. Und da ist noch das kleinste Problem, dass manche ihre Bescheide mit dem Dollarzeichen bekommen. Das ist mir ja fast noch egal. Die Hauptsache, sie laufen. Und es kann ja nicht sein, dass die Novemberhilfen im Februar dann wirklich erst beantragt werden können, jenseits der Abschlagszahlungen. Also da hat man den Unternehmen viel zu viel versprochen, was man nicht geleistet hat. Und das ist in einer Krise falsch. Einfache, klare Programme wären besser gewesen, hätte vielleicht etwas Streuverlust gegeben im Sinne, dass man mehr ausgibt. Und als Liberale und im Haushaltsausschuss will ich natürlich auch, dass die Euros gut eingesetzt werden. Aber in der Krise muss man wirklich gucken, dass es schnell hilft, sonst kommt die Hilfe vielleicht zu spät. Was ist eine Alternative? Eine Alternative wäre von Beginn an da gewesen. Wir hätten von Beginn an etwas machen können. Wir hätten Institutionen nutzen können, die wir normalerweise immer nur negativ belegen, nämlich unsere Finanzämter. Die funktionieren gut. Die haben alle unsere Daten. Man hätte also gleich zu Beginn der Krise sagen können, Mensch, ihr zahlt uns immer die Steuern. Wenn es euch gut geht, zahlt ihr uns die Steuern. Ihr helft uns, unser Land zu finanzieren, Bildung anzubieten, Gesundheit und so weiter. Jetzt nutzen wir das und geben euch eine negative Gewinnsteuer zurück. Ihr bekommt sofort Liquidität. Das ist auch kein Kredit, der euch belastet. Da habt ihr immer noch euer Eigenkapital, sondern das ist eine Rückzahlung. Da können wir auch über nachwirkende Steuersenkung nachdenken. Das wäre sofort angekommen. Hätte auch nicht jedem geholfen, aber schon mal einem Großteil geholfen. Und was man natürlich immer noch machen kann, und da gab es ja jetzt, hat die Bundesregierung sich ein Stück weit bewegt. Sie hat ja jetzt beschlossen, das Corona-Kabinett hat beschlossen, dass Verluste auch besser zurückgetragen werden können. Ein großer Schritt für die Koalition, für Herrn Scholz, ein kleiner Schritt für die Unternehmen, weil das viel zu klein ausgefallen ist. Da hätte man also man hätte eigentlich seit 2017 sagen müssen, macht doch die Verlustrückträge, weil dann waren ja auch noch Jahre mit Gewinn dabei. Also hier müssen wir nochmal deutlich nachbessern. Sofort Liquidität, die bei den Unternehmen ankommt, jenseits der KfW-Kredite, die ja relativ gut abgeflossen sind, aber eben auch Eigenkapital stärken, denn wir brauchen starke Unternehmen, die danach wieder Arbeitsplätze schaffen können, die die Digitalisierung wuppen können und vor allen Dingen auch dass eben nicht die Altersvorsorge auch der einzelnen Unternehmen angegriffen wird. Dankeschön. Lassen Sie uns doch auf eine letzte wichtige Frage zu sprechen kommen, das Impfen. Das Impfen ist ja ein wichtiger Schlüssel, um aus der Krise rauszukommen. Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation und was kann man verbessern aus Ihrer Sicht? Ja, also ich war ja, muss ich sagen, unheimlich stolz, dass auch gerade in unserem Land, ich meine, Impfstoff soll aus allen Ländern kommen, aber ich fand das wirklich toll, dass wir hier kluge Menschen haben, die ambitioniert sich in die Krise eingebracht haben und dass wir so schnell einen so wirkungsvollen Impfstoff hier vor unseren Toren ja fast haben finden können. Das ist ja etwas, was man zu Beginn der Krise nicht gedacht hätte, dass es so schnell geht. So, und auf das Impfwunder ist dann leider ein Stück weit ein Impfdesaster geworden, weil man auch hier meiner Ansicht nach nicht verstanden hat, wie Märkte funktionieren, dass man frühzeitig bestellen muss, damit auch die Kapazitäten aufgebaut werden. Ich bin keine Biotechnologin, aber von dem, was man hört, ist das ja nicht trivial. Das heißt, man braucht einen gewissen Vorlauf und als im Sommer dann bekannt wurde, es werden die ersten Tests gemacht, die ersten Studien zur Wirksamkeit und als dann im Herbst klar war, der Impfstoff wird im letzten Jahr zugelassen, hätte man deutlich mehr einkaufen müssen. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde es schon fast zynisch, wenn ich Frau Merkel im Fernsehen höre, sie geht hier, erklärt sich ja häufiger im Fernsehen und nicht so oft im Parlament, ja, wenn ich dann höre, ich appelliere an ihre Impfbereitschaft. Ich würde mich 24 Stunden am Tag überall impfen lassen. Ich würde meine Eltern durch ganz Deutschland fahren, um sie impfen zu lassen. Und insofern ist es eigentlich nicht die Frage, ob wir uns impfen lassen wollen, im Augenblick nicht, sondern die Frage, ob genug Impfstoff da ist. Weil das Impfen
ist ein Weg aus der Krise. Wir wussten zu Beginn, dass es ein Weg aus der, dass es eigentlich der einzig sichere Weg aus der Krise ist. Und ich finde es auch gut, dass wir über den europäischen Weg gegangen sind. Ich finde das sehr gut. Aber das entbindet alle Ebenen nicht, ihre Aufgaben zu machen und genug Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Und deswegen dürfen wir jetzt eins nicht machen. Wir haben diesen schleppenden Impfverlauf, von dem wir alle lesen, hören und den wir auch selbst im Bekanntenkreis spüren und hören. Wir müssen jetzt, da komme ich nochmal auf die Teststrategie zurück, wir müssen uns jetzt auch mit Alternativen beschäftigen. Was ist, wenn das Impfen nicht ganz so klappt, wie wir uns das vorstellen oder andere Pandemien auf uns zukommen? Lassen Sie uns lernen, damit wir eben besser mit Pandemien umgehen können, damit wir diesen wirtschaftlichen Schaden, aber auch den Schaden, den die Menschen nehmen und die Bildungsverluste, die wir hinnehmen müssen, eben nicht so stark ausfallen. Dankeschön. Das war Frau Bettina Stark-Watzinger von der FDP, Bundestagsabgeordnete aus unserer schönen Taunusregion. Herzlichen Dank, dass wir die Gelegenheit hatten, uns hierzu auszutauschen. Sehr gerne. Viel Erfolg Ihnen noch.